Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Was ist gerecht? Schwierig, das zu definieren. Frieden ohne Gerechtigkeit? Fragezeichen. Oder umgekehrt, Gerechtigkeit schafft Frieden? Aber was ist dann Gerechtigkeit? Die einen empfinden das als gerecht und es gibt welche, die empfinden das als Willkür. Glaubt ihr nicht? Doch, es gibt sogar so eine Geschichte in der Bibel, die Jesus erzählt hat. Ihr kennt sie alle. Die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Ein Weinbergbesitzer ist frühmorgens losgegangen zum Markt, wo die Leute standen, die eine Beschäftigung brauchen, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und er hat mit ihnen den ganz normalen Tageslohn, ein Denar war das übrigens früher, ausgehandelt. Und sie waren damit einverstanden. Und im Laufe des Tages ist dieser Weinbergbesitzer wieder auf den Markt gegangen und hat Leute gesehen, die dort immer noch standen, ohne Arbeit. Und denen hat er gesagt, es gibt bei mir in meinem Weinberg genug zu tun, geht auch ihr hin, ich werde euch schon das Rechte bezahlen. Und das hat er dann noch einmal gesagt. In der 11. Stunde, denn früher arbeitete man nicht 7 oder 8 Stunden, sondern 12 Stunden am Tag, in der 11. Stunde noch einmal getan. Da gab es immer noch Leute, die haben dann immerhin schon 11 Stunden dort gestanden und sie gefragt, ob sie nicht auch noch in den Weinberg kommen wollen. Wobei denen klar war, das geht nur noch um eine Stunde, dann wird es nämlich bald dunkel. Und er hat ihnen gesagt, ich werde euch schon das bezahlen, was recht ist. Und ihr kennt die Geschichte. Dann war es nicht so, dass diejenigen, die schon 12 Stunden gearbeitet hatten, am Ende des Tages als Erste ihren Lohn bekamen. Nein, als Erstes bekamen die den Lohn, die nur eine Stunde gearbeitet hatten. Und zwar ein Denar, den vollen Tageslohn. Als nun die dran kamen, die 12 Stunden am Tag gearbeitet hatten, dachten sie, boah, das ist ja ein toller Weinbergbesitzer. Wenn der so mit seinem Geld um sich schmeißt, dann kriegen wir bestimmt mehr. Nein, sie bekamen ein Denar und das fanden sie ungerecht. Und sie haben das auch geäußert. Und haben gesagt, wir, die wir des Tages Hitze durchgestanden haben, im Schweiße unseres Angesichts gearbeitet haben, wir kriegen nicht mehr als die, die nur eine Stunde gearbeitet haben. Und da sagte der Weinbergbesitzer, was habe ich mit euch ausgemacht? Ein Tageslohn, ein Denar, ihr wart damit einverstanden. Und was geht es euch an, wenn ich den anderen das Gleiche gebe? Die Geschichte hat es in sich, denn die Geschichte, wie sie Jesus erzählt hat, ist die Geschichte zwischen Gott und uns, Gott und den Menschen. Ist nun Gott ungerecht? Das sei ferne. Aber Gottes Gerechtigkeit ist eine andere als die unsere. Jesus hat viele Beispiele genannt. Zum Beispiel gibt es im Buch das berühmte Wort Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus sagte dazu, ich aber sage euch,
Widerstrebet nicht dem Bösen. Und wenn dich einer schlägt auf die eine Wange, dann halte ihm auch die andere hin. Wir merken schon, das passt irgendwie nicht zusammen. Und wir könnten dann meinen, Jesus kennt zwar die Gesetze, er hat es ja auch zitiert, aber er hält sich nicht dran. Mitnichten. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, irgendeins dieser Gesetze aufzuheben. Und mittlerweile, ich habe nochmal nachgeschaut, gibt es über 600 solcher Regeln für die Juden. Über 600. Ich bin nicht gekommen, eins dieser Regeln aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Ich bin dazu gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Und weiter hat er gesagt, wenn eure Gerechtigkeit, also unsere, also die der Menschen, die ihm zuhören, nicht besser ist als die Gerechtigkeit von den damaligen Juristen, den Gesetzeslehrern. Das waren nämlich nicht nur Theologen, das waren Juristen. Die haben exakt formuliert, was in welchen Situationen zu tun sei. Jesus hat einmal locker gesagt, ihr verzehntet Dill und Minze. Um das nur mal deutlich zu machen. Es wurde also wirklich bis ins Detail ausformuliert, was man zu machen hatte. Und Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die dieser Juristen, was die Juristen auch einhalten, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Dann werdet ihr nicht Teil des Reiches Gottes sein. Dann werdet ihr nicht mit Gott versöhnt sein. Das heißt, Gottes Begriff oder Gottes Gerechtigkeit ist nicht das, was wir mit juristischer, mit unserer Gerechtigkeit meinen. Das war früher so und das ist auch heute so. Auch wenn wir heute nicht diese jüdischen Regeln haben, sondern vielmehr unsere ganzen Gesetzesbücher. Jesus zeigt uns, was gerecht im Sinne Gottes ist, indem er einige damalige juristische Fälle behandelt. Nämlich vom Töten, vom Ehebrechen, vom Schwören und von der Schadensregulierung. Alles aus Matthäus 5. Ich erspare euch das nicht, indem ich das in Kürze immer nur mit einzelnen Schlagworten sage, sondern ich lese alle diese Beispiele vor. Matthäus 5, 21 bis 48, also eine ganze Menge. Er fängt an. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Vertrage dich mit deinem Widersacher sogleich, solange du noch mit ihm auf dem Wege bist, auf dass dich der Widersacher nicht dem Richter überantworte und der Richter dem Gerichtsdiener und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Heller bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen.
Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist euch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, und sei es wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Ihr habt weiter gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst keinen falschen Eid schwören und sollst dem Herrn deine Eide halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge, Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Bösen, sondern wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und wenn jemand mit dir rechten will und dir deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile nötigt zu gehen, du geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Soweit die Verse aus dem Kapitel Matthäus 5. Allen Erklärungen von Jesus gemeinsam ist die Frage nach dem Sinn der ursprünglichen Regelung. Und ganz einfach, die ist folgende: Seid barmherzig, wie auch Gott barmherzig mit euch ist. Punkt. Gott hat uns geschaffen. Er kennt uns und natürlich auch unsere dunklen Seiten. Und Gott bietet uns seine Vergebung an, ohne dass wir vorher bestimmte Leistungen bringen müssen. Und aus dieser empfangenen Barmherzigkeit ist es vor Gott gerecht, gerecht, auch barmherzig zu sein, und zwar zu allen anderen. Auge um Auge, Zahn um Zahn heißt dann, so wie
Gott mir Barmherzigkeit gegeben hat, muss ich auch Gott wieder diese Barmherzigkeit zurückgeben. Und wir wissen, auch aus dem Aushang am Gemeindehaus, Matthäus 25, wenn Jesus sagt, was ihr einen dieser meinen geringsten Brüdern Gutes getan habt, das habt ihr mir getan. Also Gott Barmherzigkeit gegenüber üben heißt, das den anderen tun. So hat das Jesus definiert. Und so wie ich nun diese Vergebung von Gott erhalte, so muss ich diese im Sinne Gottes auch anderen Menschen geben. Nehmen wir das Vaterunser. Da kommt es ja auch vor. Das ist das Gebet, was alles enthält. Und wenn wir uns das nochmal ganz kurz nochmal klar machen, dass wir zu dem, der alles geschaffen hat, der alles in der Hand hat, Vater sagen dürfen, ist einmalig. Einmalig, dass wir zu Gott Vater sagen dürfen. Aber das ist nicht alles. Gott ist nicht nur das Prinzip des Guten. Das Prinzip, alles wird gut. Vertrau nur, sei hoffnungsvoll, es wird besser. Guck nach oben, nicht nach unten. Das ist nicht alles. Das ist auch Gott, aber nicht nur. Denn Gott, so sagt es auch das Vaterunser, ist der Herr. Auf Erden wie im Himmel. Und das ist ganz wichtig. Das Selbstherrliche des Menschen ist das Problem, wenn wir Gott gegenüber selbstherrlich sind. Ist vollkommen fehl am Platze. Und Selbstherrlichkeit ist auch allen anderen Menschen gegenüber fehl am Platze. Selbstherrlichkeit, Herr über andere sein zu wollen. Wie selbstherrlich sind wir, wenn wir die uns anvertraute Erde so ausnutzen, wie wir das zurzeit machen? Wie selbstherrlich sind wir, wenn wir das für uns hier auf der Erde höchste Gut, nämlich der Freiheit, wenn wir diesem höchsten Gut Menschen opfern, nämlich im Krieg, wie einem Götzen, wir sind bereit, Menschen zu opfern für dieses für uns so wichtige Gut. Wir brauchen die Vergebung. Deswegen kommt in jedem Vaterunser auch diese Bitte vor. Diese Bitte, und zwar die tägliche Bitte, wie um das tägliche Brot, um Vergebung. Und wir haben das vorhin schon einmal gehört. Diese Vergebung, oder ich sage es jetzt noch mal deutlicher, diese Vergebung, die Gott uns geben will, gibt es nicht umsonst. Sie ist gekoppelt daran, dass wir die von Gott empfangene Vergebung weitergeben an diejenigen, die an uns schuldig geworden sind. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass wir manchmal immer noch mit Schuld beladen umherlaufen. Weil wir, obwohl wir darum bitten, auch im Vater unser, vergib uns, diesen zweiten Teil übersehen haben und wir deswegen diese Vergebung von Gott nicht bekommen. Wir bekommen sie nicht, wenn wir darauf beharren, dem anderen nicht zu vergeben. Das ist ganz wichtig. Gott kommt es darauf an, dass wir uns durch die Vergebung mit ihm versöhnen mit dem Vater und mit dem Menschen.
Es kommt bei Gott darauf an, dass wir uns mit ihm und mit allen Menschen versöhnen. Das ist seine Gerechtigkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unser Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.